Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Webinar Inside the Black Box, erfolgreiche Organisation Ihres Innovationsprogramms. Mein Name ist Hans-Theo Wagner. Ich bin Professor für Management und Innovation an der GGS, der German Graduate School of Management and Law in Heilbronn. Wir spezialisieren uns auf Masterstudiengänge in Management und Recht, und zwar berufsbegleitend, wo ich seit 2008 in dieser Funktion bin, Lehr- und Forschungsbereich Innovationsmanagement, ebenso in der Praxis. Vor der Tätigkeit bei der GGS über 20 Jahre in der Praxis, sowohl im Konzern Siemens AG, namentlich diverse Fach- und Führungsfunktionen in und Ausland, als auch als Operations Director oder Betriebsleiter, könnte man sagen, in einem mittelständischen Unternehmen, etwa 1000 Personen stark, der Luftfahrtindustrie, sodass ich das Thema auch sehr gut von der praktischen Warte aus betreuen kann. Steigen wir jetzt in den Vortrag ein. 4 Punkte. Warum gibt es so etwas wie Innovationsmanagement überhaupt? Damit adressieren wir auch gleich Dinge, die in der Praxis häufig Probleme auch bereiten. Und sehen uns damit auch Zielsetzungen für Innovationsmanagement an. Daraus leiten sich dann die Vorgehensweisen ab. Wie etwa, wie kann eine Organisation aussehen? Wie stelle ich mich auf im Umfeld Innovationsmanagement, damit ich das Ganze handhaben kann? Es folgt der 3. Punkt. Wie wählt man die richtige Richtung? Wohin gehe ich in den nächsten Jahren? In welchen Feldern soll ich innovieren? Wie wird das eigentlich gemacht? Und schließlich als 4. Punkt, wie strukturiert man den gesamten Innovationsprozess im Sinne von der ersten Idee bis zum kommerzialisierten Produkt? Das ist das Programm für dieses Webinar. Dann steigen wir gleich mit dem 1. Punkt ein. Warum gibt es überhaupt so etwas wie Innovationsmanagement? Nun, das, was man feststellt, hängt ein wenig von der Branche ab. Aber ist generell immer ähnlich, dass es sehr viele inkrementelle Innovationen gibt, kleine Verbesserungen, sehr wenige radikale Innovationen, die markträumend sind. Das ist einerseits verständlich, weil inkrementell bedeutet, dass ich näher an dem dran bin, was ich heute tue. Das unterstützt also vor allem das laufende Geschäft. Und das ist ja auch von Bedeutung. Schließlich will man ja auch im aktuellen Jahr Geld verdienen. Das ist das eine. Man sieht aber immer wieder mal radikale Innovationen. Ob das so etwas ist wie ein iPad damals oder ein Smartphone damals, ja, vor einigen Jahren. Wenn solche Dinge hochkommen, dann führt es üblicherweise dazu, dass gestandene Marktführer, Weltmarktführer in einem Bereich vom Markt verschwinden. Nokia mit Smartphone hat heute relativ wenig zu tun, damit. Das Beispiel der Fotografie bei Kodak kennt ebenfalls jeder. Die Musikindustrie, vor einigen Jahren gab es noch richtig große CD-Geschäfte und einen ganzen Markt dahinter, die kann man heute suchen. Wenn man so etwas hat, dann redet man von radikaler Innovation. Man bewegt sich weit weg von dem, was man kennt, technologisch gesehen, als auch von den Märkten und Kundenbedürfnissen, die man bedient. Und wenn es gelingt, dann ist es in der Regel markträumend im Sinne von, hier entstehen neue Player am Markt, die aktuellen Wettbewerber stark in Bedrängnis bringen. So, und da ist nun eine Frage: Wie stellt man es eigentlich an, zumindest ab und an, radikale Innovationen am Markt platzieren zu können? Wie funktioniert das eigentlich? Ist ein Thema im Innovationsmanagement. Wenn wir zur nächsten Folie gehen, das Innovationsdilemma kennt man auch, wer in diesem Bereich arbeitet, ist immer wieder überrascht, was eigentlich an Flops alles am Markt produziert wird. Das ist eine Studie beispielhaft, die für alle möglichen Branchen ganz ähnlich aussehen. Man hat sehr viele Ideen am Anfang, Rohideen,
die eingebracht werden. In diesem Fall 1919 Rohideen, grobe Beschreibungen, was man tun könnte. Und hinten kommen 11 Erfolgsprodukte raus. Das heißt, zwischendrin geht jede Menge verloren. Man startet vielleicht noch Projekte in der Entwicklung. Das ist teuer, das kostet Ressourcen. Man lanciert Produkte, das heißt, man steigt in die Produktion ein, man organisiert die Lieferanten, Vertriebsschulungen, Serviceschulungen etc. Platziert am Markt, stellt fest, das ist ein Flop, ja, wird wieder vom Markt genommen. Weitere Produkte bleiben noch eine Weile am Markt, aber sind nicht sonderlich erfolgreich und nur 11 von den 1919 Ursprungsideen sind tatsächlich ein Erfolg. Auch hier ist wieder die Frage, wie schaffe ich denn das, nicht so viel Ressourcen in die Entwicklung von Flops zu stecken? Auch das ist ein großes Thema im Innovationsmanagement. Und die häufigen Probleme, die man sieht in der Praxis, sind hier aufgelistet. Das eine ist, es werden Produkte entwickelt, die zu ähnlich zum Wettbewerb sind, MeToo-Produkte. Kommt oft daher, es werden Messebesuche gemacht, man schaut, was der Wettbewerber macht, sieht interessant aus, machen wir auch. Dann kriege ich da an der Ecke natürlich kein Unterscheidungsmerkmal, Ergebnis ist Preisdruck. Mehrwerte des Produktes können nicht kommuniziert werden. Das adressiert beispielsweise den Vertrieb. Man mag ein sehr gutes Produkt haben, aber es ist nicht möglich, diese Mehrwerte an den Kunden zu kommunizieren, aus welchen Gründen auch immer. Ergebnis ist wiederum eine Preisdiskussion. Das Produkt hat Eigenschaften, für die keiner zahlt. Häufiges deutsches Problem bei technologieorientierten Unternehmen am Markt vorbei entwickelt. Man hat ein Lieblingsprojekt, eine sehr interessante technische Idee, knifflig, schön zu lösen. Man setzt es um und stellt dann fest, das war es nicht. Auswahl falscher Technologie, ebenfalls im Technikbereich. Man setzt auf eine Technologie, die nicht tragfähig ist für die Zukunft. Was könnte das sein? Was kann man sich vorstellen? Nun ja, man hat zum Beispiel verschiedene Materialien zur Auswahl, um Leichtbau zu betreiben. Denken Sie an ein Automobil. Ich kann Stahl nehmen, ich kann Aluminium nehmen, ich kann Carbon nehmen, ich kann Magnesium nehmen von mir aus. Verschiedene Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften. Am Anfang, wenn man damit experimentiert, weiß man noch nicht, was wirklich tragfähig ist, unter Umständen für eine Serie oder für Nachfolgeprodukte. Wähle ich hier das Falsche aus, werden Unsummen investiert in die Entwicklung eines Produktes auf Basis dieser Technologie und stellt dann fest, jetzt muss ich alles ändern. Ja, und letztlich zu viele unterschiedliche Projekte, sprich Verzettelung. Das betrifft insbesondere auch die Entwicklungsabteilung. Ja, wenn man dort 10, 15, 20 Projekte pro Mitarbeiter hat, kommt vor, dann ist das deutlich zu viel. Das Ergebnis ist, nichts wird rechtzeitig fertig. Alles verzögert sich irgendwie. Time to market läuft raus und ich bin sehr spät mit der Kommerzialisierung. Das sind häufige Probleme, denen man begegnet. Und auch hier soll Innovationsmanagement helfen, dass das etwas verbessert wird. Ja, und wie das geht, das sehen wir in den späteren Folien. Zunächst ein Beispiel, was ich Ihnen zeigen möchte, vom Henkel. Tops und Flops. Diese Matrix, Sie sehen an der linken Seite, Technological Degree of Innovation, also unter technologischen Gesichtspunkten, wie neuartig ist die darin verarbeitete Technologie. Und Sie sehen oberhalb der Matrix geschrieben, Degree of Innovation from a Customer's Perspective. Also wie innovativ ist das Ganze denn? Und zwar aus Kundengesichtspunkt. So, und hier haben wir schon allein von der Beschriftung einen wichtigen Hinweis, der häufig so nicht gemacht wird in der Praxis. Ist denn ein Unternehmen in der Lage zu beurteilen, wie die Innovativität eines Produktes aus Kundensicht bewertet wird. Wird denn das gemacht?
oder ist es eher eine Bewertung aus der Entwicklungsabteilung oder überhaupt intern? Schon mal eine Sache, Henkel macht das so mit entsprechenden Umfragen, stellt das gegenüber und sortiert dann die gesamten Produkte, die so über die Jahre herausgekommen sind, in diese Matrix ein. Käme die nächste Frage, ob das beispielsweise in Ihren Unternehmen gemacht wird, sozusagen einen Überblick zu bekommen, was war denn Flop, was war denn Top, wo würde man sich denn hier einordnen in dieser Matrix? Sind alle meine Produkte rechts unten oder links oben irgendwie geclustert? Sind die gesund verteilt? Wäre sozusagen eine erste Sache, eine Übersicht über das zu bekommen, was man aktuell tut. Im Beispiel von Henkel, ja, die Nummer 1 links oben, Persil Mega Perls, war aus Kundensicht eine wahre Innovation und von der technologischen Seite her neuwertig. Warum gehe ich jetzt nicht darauf ein? Das ist dann zu branchenspezifisch an der Ecke. Oh, und es gibt klarerweise andere Dinge, die eben ein Flop war, wie die Nummer 15, identifiziert mit Civit. Auch hier gibt es Beschreibungen dazu, warum das so war. Aber es ist schon mal interessant, dass Henkel hier eine gewisse Strukturierung seines gesamten Produktprogramms vornimmt. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man dahinter entsprechende Prozesse hat im Innovationsmanagement, die einem das erlauben und damit auch die Steuerung erlauben, was man in seiner Produktlandschaft tut. Wenn wir jetzt voranschreiten, was ist eigentlich Innovation? Mal ganz kurz, es gibt natürlich sehr, sehr viele Definitionen, hunderte von Definitionen. Ich nehme einfach mal eine, diese heraus. Innovation im Sinne eines Prozesses, der aus einer Opportunität, einer Möglichkeit Ideen umwandelt und diese in Produkte umsetzt. Was heißt das? Ich kann viele Ideen haben, das ist richtig. Wenn es aber keine Marktopportunität gibt, also einen latenten oder aktuellen Bedarf, dann lässt sich mit der Idee nichts anfangen. Wenn ich aber einen Bedarf erkennen kann, ein Bedürfnis erkennen kann und Ideen dazu entwickle, die ich dann auch umsetze, dann entsteht eine Innovation. Mit dieser Definition ist beispielsweise ein Patent keine Innovation, solange das, was man patentiert hat, nicht in ein kommerzialisiertes Produkt umgesetzt ist. Also eine Innovation nach dieser Definition ist nur das, was am Markt erfolgreich platziert ist. Das nur mal als im Hinterkopf behalten, wenn wir über Innovation, Innovationsmanagement sprechen. Das war sozusagen der Vorspann. Wir schreiten voran in den zweiten Punkt. Wenn wir uns das jetzt betrachten, radikale Innovation, inkrementelle Innovation, näher am Geschäft, näher an dem, was ich tue, radikal weit drüber hinausgehen etwa, dann ist die Frage, wie stelle ich mich im Unternehmen auf, organisatorisch, um sowohl das eine als auch das andere einigermaßen in Verbindung zu bringen. Und dazu gibt es eine Reihe von Organisationsformen. Das ist eine relativ typische, die ich Ihnen hier zeige, Zeithorizont und Verantwortlichkeit, dass man eine Dreiteilung vornimmt. Wenn Sie auf der rechten Seite mal schauen, von oben nach unten gelesen, Vision and Mission, of the Company, der Zeithorizont sehr langfristig. Wer tut das? Ja gut, typischerweise Executive Board, dem ist es zugewiesen. Was langfristig heißt, ist firmen- und branchenspezifisch. In diesem konkreten Beispiel geht es deutlich über 10 Jahre raus, langfristig. Was darunter ist, wird woanders bearbeitet, in einem sogenannten Corporate Department, einer Stabsstelle, wenn Sie so wollen, die da heißt Technology and Innovation. Und diese Abteilung hat die Aufgabe, sogenannte Zukunftsfelder für radikale Innovationen ausfindig zu machen und vorzubereiten. Und die hat einen Zeithorizont zwischen 4 und 12 Jahren nach vorne,
Man sieht damit automatisch, dass das relativ weit weg vom aktuellen Geschäft ist. Entsprechend hat diese Abteilung denn auch die Aufgabe, Papier zu produzieren, tatsächlich Technology Scouting zu machen, zu schauen, was es an Technologietrends gibt, zu schauen, was es an Markttrends gibt, dieses aufeinander zu bringen, sich mit neuen Technologien zu befassen, um einfach Know-how aufzubauen, um an dieser Ecke voranzuschreiten. Das ist nicht nur dafür gut, dass man aktiv in eine gewisse Richtung, unabhängig vom Wettbewerb jetzt, marschiert und selber durchaus Trends setzen kann, sondern das ist auch dafür gut, dass man bei überraschenden Wettbewerbsaktivitäten, der Wettbewerber kommt mit was völlig Unerwartetes auf den Markt, dann ist man auch hier besser vorbereitet und kennt sich beispielsweise in einem neu aufgeworfenen Technologiefeld schon aus und kann, wenn man das möchte, einem Wettbewerber schneller folgen in einer gewissen Weise. Dieses Corporate Department produziert also typischerweise Papier, Prototypen, Konzeptstudien etc. Und je näher es an das laufende Geschäft rückt, also Richtung 4 Jahre nach unten, desto konkreter wird es, desto anfassbarer wird es und idealerweise wandert so das eine oder andere, was man dort tut, in das laufende Geschäft hinein, das von den Business Units betrieben wird. Business Units verdienen das Geld im laufenden Geschäft und wollen natürlich auch gefüttert werden, damit sie das längerfristig tun können, haben aber ganz klar den Fokus auf das laufende Geschäft, auf eher kurzfristigere Sachen. In diesem Beispiel ist der Zeithorizont für die Projekte dieser Business Units zwischen 1 und 4 Jahren angelegt. Und man sieht hier, dass alles, was so 2 bis 4 Jahre ist, zusammen mit dem Corporate Department gemacht wird. Das würde ich als dann mittelfristig bezeichnen aus Sicht dieser Business Unit. Das heißt, alles, was unter 2 Jahren ist, macht die Business Unit selber, eigene Entwicklungsabteilung, ja, inkrementelle Verbesserungen an laufenden Produkten, Produktpflege, was auch immer dort kommt. Wenn es größere Dinge sind, die mehr Kapazität, Entwicklungskapazität namentlich auch verlangen, dann hier zusammen mit dem Corporate Department und gar nicht belastet wird die Business Unit eben mit Dingen, die zu weit über 4 Jahre nach vorne sind. Dafür ist das Personal dann auch nicht ausgerichtet in diesem Fall. Und das wird dann dem Corporate Department überlassen. Das ist eine typische Struktur, wie man sie häufiger findet. Die Idee dahinter zeigt sich in dieser Matrix. An der linken Seite sehen wir Markt, Market. Und das läuft von heutiger Markt über sozusagen erweiterten Markt, angrenzende Märkte, Kundenkreise bis hin zu komplett neuen Märkten und Kundenkreisen. Und von zum Thema Produkt, Prozess oder Material, von dem, was man heute kennt, in heutigen Produkten einsetzt, über das, was sozusagen angrenzende Bereiche ist, die nicht im Kerngeschäft aktuell liegen, mit denen man sich vielleicht noch beschäftigt, aber nicht im Kerngeschäft liegen, und komplett neuen Dingen. So, und dann sieht man, wie das eingeteilt ist. Verantwortlichkeit Business Unit liegt im gesamten Bereich heute. Current Market, Current Product. So, das ist die Produktpflege, macht komplett die Business Unit allein. Auch benachbarte Bereiche, Extended Market oder Extended Product, Process Material, macht die Business Unit bis zu einem gewissen Punkt, 4 Jahre in dem Fall. Und wenn es dann weiter in die Zukunft geht, dann bekomme ich eine geteilte Verantwortung. Das ist dann die Business Unit zusammen mit dem Corporate Department Technology and Innovation. Das stellt einmal sicher, dass etwas gemacht wird, was für das Geschäft Business Unit, das Profit and Loss sozusagen Geschäft an
aktuelles Geschäft relevant ist und man nicht böhmische Dörfer baut, sondern das, was mit dem Geschäft zu tun hat, das ist das eine, deswegen geteilte Verantwortung. Und wenn es weiter weg ist, zeitlich, dann gehen wir wirklich in die Richtung, hier kann es jetzt komplett neuer Markt, komplett neue Produkte, Materialien etc. sein, das, was man radikale Innovation nennen würde. Und das ist dann die Verantwortung dieses Corporate Departments Technology and Innovation. Schauen wir uns dieses Corporate Department einmal an. Corporate Department sind hier englische Begriffe. Man findet gerade im Mittelstand, im ständigen Bereich, auch Begriffe wie Vorentwicklung, Vorausentwicklung, Plattformentwicklung etc. Das geht in eine ähnliche Richtung. Das schauen wir uns jetzt mal an, wie das in diesem Fall aufgebaut ist. So, hier haben wir das Corporate Department Technology and Innovation. Und da gibt es eine Gruppe, die beschäftigt sich mit Technologien fürs Produkt. Ja. Es gibt eine Gruppe, die beschäftigt sich mit Produktionstechnologien, und eine Gruppe für Material und dann noch irgendeine für Gewährleistung. Interessant sind für uns hier erstmal die ersten drei. Wenn man an Innovation denkt, ist häufig Produktinnovation dasjenige, an das man denkt. Produkttechnologien, Technologien für ein Produkt. Wunderbar, kann ich mir was darunter vorstellen. Ich baue jetzt das Flugzeug aus Carbon und nicht mehr aus Dualumin. Wunderbar, dann habe ich eine gewisse Technologie in das Produkt eingesetzt. Gleichzeitig musste ich mich vorher aber auch mit dem Material auseinandersetzen, nämlich Carbon. Ist das überhaupt geeignet, für das Produkt? Das musste ich tun. Und ich musste mich damit beschäftigen, wie fertige ich das eigentlich, wenn man da noch keine Ahnung von hat. Carbon ist sehr unterschiedlich in der Produktionstechnologie von Stahl oder Aluminium, also erheblich anders. Und man muss de facto alles ändern. Man braucht neue Lieferanten, man braucht neue Fabriken, man braucht neue Produktionsmitarbeiter, eventuell neue Entwickler für bestimmte Sachen. Also es hat gewaltige Konsequenzen und man muss alle drei Bereiche bespielen und das spiegelt sich hier wieder in einzelnen Teams, Produkt, Fertigung, Material, Teams spiegelt sich diese Geschichte wieder. Und das ist eine sozusagen eine Entwicklungsabteilung, die eben etwas weiter weg vom laufenden Geschäft arbeitet und typischerweise nicht in Kundenprojekte eingebunden wird. Also separiert, extra Ressourcen sind teuer. Ja, diese Investitionen muss man treiben, die sind teuer. Aber es muss, an der Ecke wird es so gemacht, weil wenn dieses Thema personell nicht getrennt wird in einer separaten Abteilung, dass ich hier auf der einen Seite eine Entwicklungsabteilung für die Business Units habe, für das laufende Geschäft und auf der anderen Seite eine separierte Einheit, die sich um weiter vorne liegende Themen kümmert. Wenn ich das nicht tue, dann gewinnen laufende Kundenprojekte immer. Und laufende Kundenprojekte sind üblicherweise mit inkrementeller Innovation verbunden. Nicht immer, aber üblicherweise. Aus diesem Grund wird diese Sache typischerweise organisatorisch getrennt. So, damit hat man zumindest die besten Erfahrungen gemacht. Ja, jetzt kann man sich fragen, wie groß muss denn so eine Abteilung sein? Naja, also in diesem Beispiel ist die Abteilung relativ umfangreich, etwa 1% der Gesamtmitarbeiterzahl. Heißt also, beim 1.000-Personen-Unternehmen wären das 10 Mitarbeiter, bei 10.000 wären es 100 Mitarbeiter in einer solchen Abteilung als Anhaltswert im produzierenden Gewerbe. Wie viele Projekte machen die so? Naja, 2 bis 3 Projekte pro Kopf, nicht 10. Auch daraus kann man einige Schlüsse ziehen. Ja, also so könnte man sich aufstellen.
Ja, dreigeteilt, sehr, sehr langfristig. Das macht Executive Board. Dann habe ich eine Art Vorentwicklung, Corporate Department, die kümmern sich um Zukunftsthemen mittel- bis langfristig. Und die Business Units, die kümmern sich um das laufende Geschäft und das, was im nächsten oder auch übernächsten Jahr zu tun ist. Ja, organisatorisch, wenn wir das jetzt so aufgestellt haben, dann fragt sich, wie wählt man die richtige Innovationsrichtung aus? Also, wohin gehe ich? Und das ist oft ein beliebig schweres Thema, sage ich mal. Denn was ich dazu brauche, die richtige Innovationsrichtung, wer sagt mir, was richtig ist? Das sagt mir ganz allein die Geschäftsstrategie. Und die sollte dann natürlich auch vorliegen, sodass man sie nachlesen kann. Der Ankerpunkt ist also die Geschäftsstrategie. Die legt nämlich fest, wie sich ein Unternehmen in den Geschäftsfeldern, die definiert sind, verhält, was dort gemacht wird. Sie befasst sich mit Planungen, Produktplanungen, Roadmaps etc., um bestimmte Leistungen am Markt zu erreichen. Das wird in der Geschäftsstrategie definiert. Ich eröffne jetzt ganz neu einen Markt in China, und zwar im Produktfeld XYZ. Und dafür brauche ich so viel Direktvertrieb. Ich brauche eine Fabrik, ich brauche dieses und jenes. Das wird in der Geschäftsstrategie festgelegt. Und darin gibt es in der Regel immer Themen, die innovationsrelevant sind. Also, um in China Fuß fassen zu können, muss ich zumindest meine Produkte anpassen an China oder komplett neu für den chinesischen Markt entwickeln. Oder, was es auch gibt, nennt man Reverse Innovation. Ich entwickle für China ein ganz neues Produkt und reimportiere es nach Deutschland. Wird auch ab und zu gemacht. Jedenfalls gibt es hier Ankerpunkte in der Geschäftsstrategie, die mit Innovation zu tun haben. Und da muss ich dann sagen, wie will ich das im Innovationsbereich tun? Und dann erst sind wir bei der Innovationsstrategie. Die legt nämlich fest, in welchem Ausmaß und wie ein Unternehmen Innovationen entwickelt, kommerzialisiert, um die Geschäftsstrategie auszuführen und zu unterstützen. Bedeutet, eine strategische Richtung für Innovation ist nur möglich, wenn eine Geschäftsstrategie vorliegt, an die man sich sozusagen andocken kann und nicht nur kann, sondern muss. Wenn macht man das nicht, dann würde man am Geschäft vorbei entwickeln. Man würde irgendwas tun, was vielleicht oder vielleicht auch nicht mit dem Geschäft zu tun hat. Wie geht man nun hier vor, um dieses Thema zu lösen, um die richtige Richtung zu haben? Wir haben ganz am Anfang mal gesprochen, Innovation, da brauche ich Ideen. Ja, und die Frage ist hier, Ideen für was? Zu was? Ideen für irgendwas? Also eine Idee für eine U-Boot-Entwicklung ist wahrscheinlich für einen Produzenten von Flugzeugsitzen nicht sonderlich relevant. Das wäre die falsche Richtung. Und das, was mir sagt, was die richtige Richtung ist, das ist eben die Strategie. Die wird entwickelt. Und typischerweise geht man wie folgt vor bei einer Strategieformulierung. Es gibt eine Phase, wo stehen wir eigentlich? Eine Bestandsaufnahme, die gemacht wird. Hat man die gemacht und analysiert, gibt es eine nächste Phase. Wohin sollen wir gehen? Also welche Richtung schlagen wir jetzt ein? In welchen Innovationsfeldern sollen wir jetzt Ressourcen investieren? Was sollen wir denn tun? Und dann, wenn ich das gemacht habe, wie komme ich denn dorthin? Also wenn ich definiert habe, ich investiere jetzt alle meine Ressourcen in die Carbonentwicklung für Flugzeugkörper, dann kommt dahinter die Ausführung, die Implementierung. So, was brauche ich jetzt? Neue Entwicklermannschaft, Produktion, Maschinen etc. etc. Das sind die drei Schritte in der Strategieentwicklung. Da gucken wir mal ein wenig rein. Das ist nicht sonderlich überraschend, denke ich. Es startet
von links nach rechts. Man schaut mal, wie die aktuelle Performance eigentlich ist. Wie sieht denn unsere Mission aus, unsere Ziele, die wir haben, unsere Strategien, die wir aktuell haben, und führt dann Analysen durch im Umfeld. Das heißt, was gibt es an Trends, ökonomischen Trends, politisch? Gibt es irgendwelche Dinge, die uns direkt betreffen, etwa seitens der Regulation, die immer wieder aufkommt und neue Dinge hat, die uns betreffen könnten? Wir schauen uns unsere Branche an. Wen haben wir denn dort an Wettbewerb? Wir machen eine Wettbewerbsanalyse, möglichst auch eine Analyse, die angrenzende Märkte umfasst. Gerade wenn es in radikale Innovationen geht, kommen oft Wettbewerber in den eigenen Markt hinein, die bisher überhaupt keine Wettbewerber waren. Also Beispiel, wenn jetzt Google verstärkt in das Autogeschäft einsteigt, ja, dann wird Google sozusagen zum Wettbewerber eines Automobilproduzenten. Das sind Dinge, die hat man vor einigen Jahren nicht auf dem Plan. Und letztlich schaut man auch das eigene Unternehmen an und schaut, was haben wir denn an Ressourcen, wie sind wir denn aufgestellt, was haben wir denn für Kompetenzen, ja, wo liegen denn Stärken und Schwächen in unserem eigenen Unternehmen. Diese Daten werden zusammengetragen und analysiert. Das, was am häufigsten gemacht wird, ist eine Stärken-Schwächen-Analyse, eine SWOT-Analyse. Gibt natürlich sehr viel mehr, aber das muss man nicht unnötig komplizieren. Diese ganzen Daten werden zusammengetragen, Stärken, Schwächen analysiert und Opportunitäten, Bedrohungsszenarien durchaus auch analysiert, um entscheiden zu können, ja, welche Richtung gehen wir denn hin? Das Ergebnis davon sind sogenannte Strategieoptionen auf Firmenebene oder Business Unit Ebene. Strategieoptionen. Im Falle von Innovationen wären das sogenannte Innovationsfelder, nennt man das. Beim Automobil kann man sich das vorstellen. Ich könnte investieren in neue Motortechnik oder Antriebstechnik, in neues Material fürs Chassis, in die Innenausstattung, in die Elektronik etc. All das wären Innovationsfelder. Und ich kann mich dann entscheiden, mache ich alles gleichzeitig oder mache ich hauptsächlich Motortechnik? Nur mal als Beispiel genommen. Ja, und wenn diese Optionen klar sind, dann geht es sozusagen rüber in die, jetzt bewerte ich, was heißt denn das, was für Ressourcen brauche ich, welche Risiko-Ertragsgeschichten erwarte ich aus den einzelnen Optionen und wie gehe ich dann in der Implementierung vor. Das ist so der typische Strategieformulierungsprozess. Der spielt sich auf der Geschäftsstrategieebene ab, aber auch bei der Innovationsstrategie. Auch hier muss ich für Innovationen speziell feststellen, wie laufe ich denn da? Bin ich besonders innovativ unterwegs in meinem Markt? Wie ist denn meine Performance dort? Diese Daten muss ich dann erheben. Ich muss schauen, was gibt es für Trends, Markttrends, Technologietrends, die man aufnehmen sollte. Ich muss schauen, was macht der Wettbewerb? Ich muss schauen, welche Ressourcen habe ich? Wie sieht es denn dort aus? Mache eine Stärken-Schwächen-Analyse, entwickle Optionen, implementiere. Ist also die ähnliche Vorgehensweise. Am Ende dieses Prozesses stehen wir, und da schauen wir uns jetzt die Strategieoptionen an, stehen die Innovationsfelder. Und das wird häufig in einer Matrix gemacht, das sogenannte Innovationsfeldportfolio. Man sieht dann, muss ich doch mal den Pfeil wieder einblenden, auf der linken Seite eine Achse Marktpriorität heißt das oder Innovationsfeldattraktivität. Das ist eine Kundensicht, eine Marktsicht auf ein gewisses Innovationsfeld. Das heißt, aus Kundensicht oder für den Markt, wie interessant ist denn eine Investition in neue Motortechnik? Ja, spielt das gar keine Rolle hier unten? Oder ist das ganz interessant hier oben? Das muss ich einschätzen können pro Innovationsfeld. Und
Ich habe eine andere Seite, die sogenannte technologische Priorität, Innovationsstärke. Die befasst sich beispielsweise mit den eigenen Kompetenzen und Kapazitäten, eine Technologie, speziell neue Technologie dann auch, tatsächlich entwickeln und produzieren zu können. Ist das schwach ausgeprägt? Ja, dann bin ich eben hier unten, niedrig, hoch hier. Was man hier sieht, Innovationsfeld 1, ist natürlich eine super Situation, denn das bedeutet, aus Marktsicht ist das eine hohe Attraktivität. Das heißt, wenn man hier investiert, an der Ecke, dann wird das vom Markt sehr gut angenommen. Das würde sich sehr gut verkaufen lassen. Und gleichzeitig bin ich auch noch in der Innovationsstärke hoch. Das heißt, ich beherrsche die Technologien auch noch. Das heißt, umgekehrt auch, ich kann das relativ schnell bringen. Dann würde die Entscheidung hier lauten, investieren. Ganz klar. Bei Dingen, die hier unten liegen, heißt, naja, vielleicht gar nicht machen, können wir mal schauen, aber auf jeden Fall aktuell gar nichts investieren. Und alles, was in der Mitte ist, da kommt es auf die Ressourcen an, ob ich da etwas investiere oder das Ganze zurückstelle. Und so spannt man Jahr für Jahr, wird es mindestens gemacht, ein sogenanntes Innovationsfeldportfolio auf, wo dann Ideen dazu verlangt werden. Ein Beispiel, damit es etwas anfassbarer wird, mal eine Portfolio-Matrix für ein Produkt Einspritzsysteme für Großantriebe. So, wie kann man sich das vorstellen? So etwa. Was man hier wieder hat, wir schauen erstmal wieder die Matrix an, Attraktivität des, auf dem Markt, Innovationsstärke. Ja, und jetzt gucken wir mal in die Kriterien. Man hat hier, um die Attraktivität zu bewerten, genommen 5 Kriterien: Marktwachstum, Potenzial für Folgeinnovation, Potenzial für breites Anwendungsfeld, Potenzial für Differenzierung, also sind 4 Kriterien. Und für die Innovationsstärke, die Forschungs- und Entwicklungskompetenz, die Partnerschaften, die man hat und die bestehende Kundenbasis, loyale Kunden, die hier nutzbar ist. Und hat dann geschaut, okay, an Optionen hätten wir eine Gaseinspritzung, eine Gaszündung oder die Einspritzung anderer Flüssigkeiten, was auch immer das jetzt hier heißt, und hat dieses bewertet nach Markt- und Technikstärke. Und was man hier sieht, die beiden Felder Gaseinspritzung, Gaszündung liegen hier oben. Das heißt, das hat man technologisch einigermaßen im Griff. Man muss einiges entwickeln, ja, aber man hat es zumindest besser im Griff als die Einspritzung anderer Flüssigkeiten. Und das ist auch attraktiv, ja, mindestens gleich oder etwas attraktiver. Also hier würde man diese beiden in diese beiden investieren und das hier, die Entwicklung im Bereich Einspritzung anderer Flüssigkeiten, zurückstellen. Und damit hat man eine Richtung für die gesamte Innovation. So, das Ganze kann man dann radikal inkrementell einordnen. Und da gibt es eine häufiger verwendete Matrix von Deloitte. Da steht hier Kundenmärkte neu existierend, Produkte existierend neu. Und ich ordne hier ein, wo bin ich? Wenn ich jetzt alle Innovationsfelder im dunkelblauen Bereich habe, ja, dann bin ich ganz nah am aktuellen Geschäft. Ich mache eigentlich für Richtung komplett Zukunft nichts. Ja, oder ich bin im angrenzenden Bereich oder hier. Also man kann sich hiermit eine Übersicht verschaffen zu den strategischen Richtungen. Wie weit nach vorne will ich gehen? Wo stehe ich? Man sieht dann auch, wenn es eine Clusterung gibt, oh, hier bin ich vielleicht ein bisschen zu stark aufs aktuelle Geschäft ausgerichtet, nämlich zu 120%. Und das sollte man vielleicht etwas ausgleichen. So. Gut, wenn ich diese Richtung einmal habe, die Innovationsfelder, dann fängt es an mit dem Innovationsprozess. Der Innovationsprozess, wie kann man sich den vorstellen? Das ist ein Gesamtbeispiel. Wo fängt es an? Links nach rechts. Strategie Alignment heißt Geschäfts- und Innovationsstrategie abstimmen. Dann kommen die Innovationsfelder, die hatten wir gerade.
ja, in Form einer Matrix. Und dann werden pro Innovationsfeld Ideen produziert. Idee 1, 2, 3, 4, zack, 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 produziert. Und diese dann in einem Innovationsprozess immer weiter ausgewählt, bis hinten ein Produkt rausfällt. Und dieses von Idee bis hinten, das schauen wir uns jetzt mal an. Dazu gibt es ein Bild eines Innovation Funnel. Das sieht man häufiger, auch bei Unternehmenspräsentationen. Vorne ein Trichter, große Öffnung und dann geht es schnelle Verjüngung. Die Idee dahinter ist, erstens, die Öffnung soll sehr weit sein, bedeutet, ich muss genügend innovative Opportunitäten generieren, genügend Ideen auch generieren, damit ich überhaupt eine Auswahl haben kann. So, das muss ich zunächst mal gewährleisten. Zweitens, ich muss diese Auswahl schnell und streng treffen, das heißt reduzieren, weil ich keine unendlichen Ressourcen habe und keine Verzettelung in der Entwicklung haben möchte. Ergebnis sind dann folgende Kurven. Ich habe hier die Gesamtzahl der Projekte oder auch Ideen am Anfang, am Ende. Die Idee ist, ich fange mit ganz viel an und gehe dann schnell runter, wähle aus und nur die Besten überleben. Gleichzeitig habe ich eine andere Kurve, denn ich weise immer mehr Geld auf die überlebenden Ideen zu. Es ist klar, einen Zettel mit einer Seite Idee, Rohidee zu schreiben, kostet deutlich weniger als 30 Seiten Business Case zu machen und das wiederum deutlich weniger als ein Prototyp zu entwickeln. Also bekomme ich diese beiden Kurven im Effekt. Also, das eine ist, Flop-Projekte sehr früh erkennen, bevor zu viel investiert wird. Das ist das eine. Und das andere ist, das, was überlebt, die Top-Projekte, die dann aber auch vernünftig ressourcentechnisch ausstatten. Problem, wir kennen die Projekte nicht am Anfang. Ja, das Ziel ist, die besten Projekte überleben, aber wir kennen sie am Anfang nicht. Wie kommen wir dahin? Und da gibt es einen Stage-Gate-Prozess, der eigentlich immer angewendet wird, selbst wenn er nicht so heißt. Und selbst wenn man sich in einigen Unternehmen darüber beschwert, nach dem Motto, ja, Stage-Gate kennen wir, alte Sachen, wir machen das anders, dann lässt man sich das zeigen und es ist ein Stage-Gate-Prozess. Aber gut, die Idee ist, Innovationsprozess ist kein Entwicklungsprozess, sondern geht von Idee bis Vermarktung. Ganz wichtig. Der Gesamtprozess wird in Einzelaktivitäten aufgesplittet, die heißen Stage und Kontrollpunkte eingeführt, die heißen Gate. Alle Aktivitäten sind funktionsübergreifend, heißt speziell Markttechnologiewissen Austausch, also Austausch Vertrieb Technik ist extrem wichtig, damit man nicht am Markt vorbei entwickelt oder vom Vertrieb getrieben wird zu etwas, was sich technisch nicht realisieren lässt, zum Beispiel. Es ist sehr wichtig, dass das abgestimmt wird. Der wichtigste Prozessschritt ist der erste Ideengenerierung und Sammlung. Habe ich nicht genügend Ideen und vor allem auch nicht genügend gute Ideen, dann kann ich entwickeln, was ich will. Also da habe ich dann immer einen Engpass. Im Grunde sieht das dann so aus. Es fängt mit der Ideengenerierung an, dann selektiere ich im Gate 1 die Ideen. Die überlebenden Ideen, da gucke ich weiter rein, was kann ich damit machen, das nennt man Scoping. Ich selektiere wieder, was da überlebt, da mache ich dann einen Business Case, deutlich aufwendiger. Was da dann überlebt, da sage ich dann, okay, jetzt ab in die Entwicklung, jetzt mache ich ein Entwicklungsprojekt draus. Wenn es durchentwickelt ist, kann es zum Testen ja oder nein. Wenn ja, gehe ich ins Testen. Wenn das auch noch gut ist, dann gehe ich in den Product Launch, Serienfertigung, Kommerzialisierung. Das ist mal die grobe Idee. Charakteristika dieser Aktivitätsphasen, das, was man wissen sollte, jede Aktivitätsphase hat die Aufgabe, Informationen zu sammeln, um Unsicherheiten in der Zukunftsabschätzung zu reduzieren. Entsprechend kostet jede Stage mehr als die vorangegangene, weil ich immer detailliertere Informationen sammle, ja, vom ein Blatt zu 5 Seiten, zu 20 Seiten, zum Prototyp, zu Serienprodukt, wird immer teurer. Die Aktivitäten einer Stage werden von der Gruppe
durchgeführt, die unterschiedlichen Abteilungen angehören. Also es gibt keine Stage, die nur ausschließlich innerhalb einer Abteilung durchgeführt wird. Es sind nur drei Punkte, gehen aber in der Praxis oft ein bisschen durcheinander. In einem Gate, einem Entscheidungspunkt, wird eben entschieden, ob eine Idee weiterverfolgt wird, abgetötet wird, in den Papierkorb, auf Halt gesetzt oder auch zurückgeht, weil nicht genügend Informationen vorliegen. Das ist recht einfach zu verstehen und das Ergebnis ist, ich kriege diese beiden bereits gezeigten Kurven. In jedem Gate wird die Anzahl der Ideen, überlebenden Ideen verringert. Gleichzeitig statte ich die überlebenden Ideen mit immer mehr Geld aus, um Informationen, weitere Informationen zu beschaffen, Marktinformationen oder etwas durchentwickeln zu können. Sieht einfach aus, ist es aber ja, nicht notwendigerweise. Schauen wir uns mal einen konkreten Beispielprozess an. In diesem Fall bis zur Implementierung, also hier würde dann das Entwicklungsprojekt beginnen in Phase 4. Von links nach rechts habe ich dann hier bei diesem konkreten Unternehmen diese drei Phasen, die nennen die so, Suche, Auswahl, Bewertung, Validierung. Da drin werden dann die Ideen gesammelt, passiv, was einem unter der Dusche einfällt etwa, oder aktiv per Kreativitätsworkshop. Das Ganze geht ein in eine Matrix, in eine Datenbank, Komplettdatenbank und wird dann bewertet. Das nennen die Tollgate. Und das gibt es ein Gremium, das dann bewertet, welche dieser Ideen weitergeht. So, was weitergeht, da werden weitere Informationen beschafft. Qualitative Marktdaten etwa, wie sieht die Marktentwicklung aus, wie sehe ich das, eine Konzeptprüfung vielleicht in der Entwicklung notwendig. Wenn das vorliegt, entscheide ich im Tollgate 2, ob es noch weitergeht, Konkretisierung, heißt vielleicht Prototypentwicklung. Und hier kann ich dann in die Regelentwicklung hineingehen, in diese Phase. So, da wird noch Folgendes gemacht. Ganz konkret wird hingeschrieben, Ideen. Wir erwarten pro Monat etwa 70 bis 130 Ideen. Ja, nach dem Tollgate 70 bis 130 Ideen erwarte ich, da gibt es viele Synergien, also eigentlich nur 20 bis 30 müssen dann bewertet werden im Tollgate. Und wenn die bewertet sind, dann dürfen davon noch 8 bis 12 überleben und so geht das weiter und es wird immer weniger und hier überlebt dann nur noch eine von den ursprünglich 70 bis 130. Das ist eine übliche Sache und auch eine Good Practice, dass man für jedes Tollgate festlegt, wie viel, meistens in Prozentzahlen gemacht, Ideen oder ja, Projekte noch überleben sollen. Das ist einfach zum Ressourcenschutz. Man kann noch mehr tun. Man kann Budget zuweisen, weil die Ausarbeitung der Ideen kostet Geld. So, und dieses Budget verteilt man in diesem Fall so auf die einzelnen Aktivitätsphasen. Und wie ich sagte, jede Stage ist teurer als die vorhergehende, kostet immer mehr. Und so geht das weiter bis hinten hin. Personal weist man zu. Was kostet das eigentlich? Ja, um eine Idee sozusagen auszuarbeiten, 2 bis 10 Personentage. Ja, oder hier, 2 bis 4 Monate. Das muss man unternehmensspezifisch festlegen, was das eigentlich ist. Zu Anfang hat man da oft keine Idee, aber das braucht man auch für die Ressourcenkalkulation. Ja, und letztlich kann man sich noch überlegen, wie, welche Zeitdauer die einzelnen Phasen haben. So, das ist ein Schema-Bild, was schon sehr viel beinhaltet. Recht gut ist. Nicht so viele Unternehmen haben das dermaßen gut ausgearbeitet, natürlich mit Erläuterungen dahinter. Das ist ein weiteres Beispiel, gleiches Prinzip. Man unterteilt in Phasen, man schreibt hin, was in den Phasen passiert. Man hat das Funnelbild. An der Ecke hat man mit Prozenten gerechnet, 100% der Ideen am Anfang. Nach dem ersten Gate sollen noch 40 bis 50% überleben, hier 10%, hier 1% der ursprünglichen, also gleiche Idee, nur in Prozentzahl.
Was hier interessant ist, man hat hier auch noch Kriterien, Bewertungskriterien. Hier steht pragmatische Entscheidung. Hier wird einfach nach ein Expertengremium benannt, das nach Markt und Technik entscheidet, aber pragmatisch, Daumen hoch, Daumen runter. In diesem Gate schaut man sich die Unique Selling Proposition, USP an, Kundenvorteil, Strategie passend, Gewinnpotenzial. In diesem Gate kommt noch weiteres dazu, wie Umsatzpotenzial etc. Hinzu an Kriterien und da gibt es dann eine Managemententscheidung, was dann in die Entwicklung geht. Also man kann hier die Kriterien anlegen, auch eine schöne Sache. Und man kann definieren, wer verantwortlich ist für die Koordination der Phase. Hier in dem Fall gibt es einen Innovationsmanager, der macht das in diesen Phasen alleine. In dieser Phase kriegt er Hilfe und in dieser noch mehr. Ja, diese Beispiele zeigen zumindest, wie das gehen kann. Von der Struktur her, das muss man sich auch von der Vision, die man hat, wirklich überlegen. Und wenn man das dann implementiert, dann stellt man natürlich, wie immer, Plan trifft auf Realität, Themen fest, die man speziell adressieren muss. So. Und diese Implementierung hier bedeutet, dass Stagegate Review heißt, viele, nämlich die allermeisten Projektideen werden gestoppt, in Frühphasen gestoppt. Das heißt, Ideengeber liefern eine Idee, die würden sie nicht tun, wenn sie davon nicht überzeugt wären oder begeistert wären. Ja, und dann sagt da irgendjemand, also die Idee war nicht gut. Man kann sich leicht vorstellen, dass das zu Frustration führen kann. Und das ist tatsächlich nicht so einfach zu handhaben. Dazu nur ein paar Worte. Realitäten bei Stagegate. Das erste ist, was man häufig findet, man hat einen Stagegate-Prozess, aber der ist nicht richtig ausgestaltet, weil zu viel Ressourcen in fast fertiggestellte Projekte gesteckt werden. So, das heißt, ich stecke alles in Entwicklungsprojekte hinein, was es an Ressourcen gibt und kann mich überhaupt nicht mehr um neue Ideen, neue Projekte kümmern, die am Anfang warten. Das heißt, eine ungesunde Budgetaufteilung auf die Phasen. Das ist ein häufiger Fehler. Zweite, es werden zu wenige Projektideen aussortiert und damit zu viel Mittel gebunden, die fehlen, um neue Projekte anzustarten. Das heißt, ich habe entweder keine Überlebensraten pro Gate definiert oder definiert und halte mich nicht dran. Das ist ein ganz häufiger Fehler und führt eben genau zu dem Austrocknen der Pipeline. Das dritte, Projekte auf Halt setzen. Das nach dem Motto, ich bekomme eine Idee, oh, die Idee sieht ja sehr gut aus, aber eigentlich können wir sie jetzt nicht weiterverfolgen, da fehlen uns die Ressourcen, aber die ist so gut, die setzen wir mal auf Halt und schauen sie uns nächsten Monat an. Nächsten Monat bekomme ich neue Ideen plus alle auf Halt gesetzte wieder vorgelegt. So, und jetzt gehe ich wieder da durch und sage, oh, sieht gut aus, nee, nicht, müssen wir auf Halt setzen. Und von Monat zu Monat baut sich dann ein richtiger Block von auf Halt gesetzten Ideen auf, die ich gar nicht mehr bewältigen kann. Damit verstopfe ich die ganze Pipeline. Auch eine häufige Sache, ein kleiner Tipp an der Ecke, nicht mehr als 5% der Ideen oder Projekte auf Halt setzen. Das ist ein bewährter Wert. Vierter Punkt, Stagegate-Prozesse verlangsamen individuelle Projekte, sodass Mitarbeiter das System ablehnen. Jawohl, das ist so. Was ist daran jetzt gut? Weswegen soll ich Stagegate machen? Stellen Sie sich vor, Sie fahren montagmorgens nach Stuttgart zur Arbeit oder in eine andere Großstadt. Ich nehme mal Stuttgart, weil Stuttgart ist relativ zugestaut morgens in Richtung Stuttgart. Was passiert, wenn Sie Fahrer haben, die sehr aggressiv fahren und links und rechts überholen, Seitenstreifen benutzen etc.? Diese Fahrer kommen schneller voran, bremsen aber andere aus, die bremsen, der Nachfolger bremst und so weiter und es wird ein Stau aufgebaut. In Summe bedeutet das, dass weniger Fahrzeuge pro Minute durchkommen, gemessen an einem bestimmten Punkt, am Ausfahrt etwa. Weniger durchkommen. Der einzelne Fahrer ist schneller, aber in Summe kommen weniger durch. Würde ich alle gleich
behandeln, nach dem Motto vollautomatisches Fahren, Hände weg vom Steuer, alle gleiche Geschwindigkeit, dann würde der individuelle Fahrer verlangsamt werden, logisch, wird nicht mehr links und rechts überholt, aber in Summe kommen pro Minute mehr Autos durch. Und das ist genau die Sache bei einem Stage-Gate-Prozess auch. Ja, wenn ich bestimmte Projekte auf die Überholspur setze, dann werden alle anderen verlangsamt. So, das ist ebenfalls ein Thema, das muss man aber klar machen. Fünftens, Projektteams überschwemmen das System mit Informationen, um Weiterführung zu sichern. Das Ergebnis ist, ich verlange beispielsweise im Gate 1 einen Einsider grobe Ideebeschreibung. Jetzt kriege ich aus der Entwicklung eine Ideenbeschreibung über 10 Seiten mit 50 Seiten Anhang. So, das muss ich dann alles lesen. Da fehlt mir dann die Zeit für andere Dinge. Also es wird unnötig viel Information hineingestopft, nach dem Motto, viel hilft viel. Auch das, dem muss man entgegensteuern. Und sechstens und letztens, die Unternehmenskultur toleriert keine Fehler, sodass Projektideen nicht eingereicht werden oder nicht mitmachen wollen. Wie ich schon sagte, Stagegate, da geht es darum, die Top-Dinge überleben zu lassen und alles andere auszufiltern. Die überwiegende Mehrzahl der Ideen wird gestoppt werden. Das ist die Idee von Stagegate. Das muss so sein, aber das muss kommuniziert werden. Ja, sonst, wenn ich 100 Mal meine eigenen Ideen abgelehnt bekomme, reiche ich vielleicht keine mehr an und ein. Und das wäre schlecht. Damit kommen wir auch zum Ende. Diese Folie zeigt zu Realität 2 nur ein Beispiel. Das hatte ich aber schon erklärt an der Ecke. Man sieht hier etwa Kosten der gestoppten Projekte ungefähr 5 Millionen bei dieser Stopprate, Kosten in Summe 10 Millionen, also man steckt sehr viel rein. Es müssen die Ressourcen über alle Projekte, über alle Phasen hinweg verteilt werden, ausbalanciert. Das ist ganz, ganz wichtig. Realität 6, das war die letzte, die meisten Projekte werden gestoppt. Ja, das ist so. Das wird oft gesehen als persönlicher Fehlschlag, unbefriedigend, Angst vor Review-Prozessen durchaus auch, Sorge für den Arbeitsplatz. Und das ist tatsächlich die ultimative Herausforderung, hier die Feedback-Prozesse, die Kommunikation so zu gestalten, dass die Mitarbeiter beständig weiter Ideen einreichen und dafür sozusagen durchaus auch belohnt werden, auch wenn die Ideen nicht zur Ausführung kommen. Ja, denn sonst kriege ich keine weitere Öffnung des Funnels hin. Das ist mein Rohmaterial. Damit muss ich arbeiten. Das ist extrem wichtig. Ja, damit sind wir am Ende dieser Präsentation. Dann danke ich mich für die Aufmerksamkeit.